Hallo liebe Freunde, bevor ich hier dieses Unboxing-Video starte, wollte ich mich da mal ganz herzlich bei meinem Sponsor bedanken. Der mir so einen coolen Pullover gesponsert hat, mit meinem Kanal-Logo drauf, natürlich auch hinten. Und natürlich eine coole Jacke dazu. Selbstverständlich auch mit dem Kanallogo drauf und auch hinten. Es handelt sich dabei um die Firma Porre Werbung. Die machen schon seit, glaube ich, 3 Jahrzehnten in Drucksachen etc. pp. Also wenn man jetzt mal kurz über die Webseite geht, dann sieht man, dass da Tassen gemacht werden, T-Shirts gemacht werden, Mützen gemacht werden, der wird bestickt, beklebt. Da werden Schilder gemacht, da werden Autos beklebt. Also alles rund um Bekleben, Besticken. Also eine runde Sache quasi. Ne? Also ihr schaut einfach mal auf die Webseite vorbei. Das ist porre-werbung.de. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas braucht, ruft doch einfach mal an oder schreibt mal eine Mail. Die Firma wird sich da freuen. Es handelt sich dabei um ein Familienunternehmen. Und dort wird persönliche Betreuung noch groß geschrieben. Also schaut mal vorbei, porre-werbung.de. Machen wir mit dem nächsten Video weiter, versprochen, dieses Unboxing. Was ich mir da gekauft habe, weil der Polo ja ein Eisenproblem hat. Normalerweise mache ich solche Videos ja nicht. Ne? So, also wir haben hier ein Gerät. Wo ich lange überlegt habe, was ich kaufen soll. Soll ich teuer kaufen? Soll ich günstig kaufen? Ich finde, ich kaufe erstmal günstig, weil ich anfange. Vielleicht ist es ja auch gar nicht meins, verstehst du? Und fangen wir ja mit dem Kleinsten an. Dieses runde Eisending, das habt ihr ja schon mal gesehen. Da ist Draht drin. Ne? Also viele werden es erraten, was das jetzt ist, um was es sich jetzt handelt. Ne? Dann haben wir hier Handschuh. Also jetzt ist es auch der letzte. Sind so aus Leder, musst du ja haben. Also damit quasi beim Schweißen das nicht durchbrennt. Ne? So, als nächstes haben wir ein Schweißerhelm, ein Automatikhelm. Also erstmal bin ich natürlich für Tipps sehr dankbar. Ne? Also ich habe das jetzt noch nie gemacht. Wie stellt man so einen Helm ein? Muss ich mir erstmal angucken. Wisst ihr, früher, ich habe sogar einen Schweißerpass eigentlich. Ne? Und früher haben wir ja vielleicht maximal habe ich elektrisch geschweißt. Ne? Oder mit Acesauerstoff. Ne? Aber ich muss dazu sagen, dass ich für so ein Produkt in meiner Lehre damals auch eine 2 bekommen habe. Gut, weiter im Text. Also wie gesagt, hier ist der Schweißerhelm, den kann man auch überall verstellen. Und das soll ein Automatikhelm sein, der sich dann automatisch abdunkelt, wenn du jetzt schweißt. Ich bin's, dein Vater. Nee, Quatsch. Ihr wisst ja, ich bin ja immer für Spaß zu haben. Ne? Gut, alles klar. Also wie gesagt, wie so ein Schweißerhelm funktioniert, ist mir irgendwie schon klar, ne? Wenn da jetzt das Ding blitzt, das Schweißgerät, dann wird die Glasscheibe dunkler. Und man kann das hier noch regeln. Ne? Und wie gesagt, wenn da einer dabei ist, der mir auch mit meinem Billig-Equipment noch einen Tipp geben kann, wie gesagt, bin ich sehr dankbar. Dann haben wir hier noch von Stahlwerk, wo ich eigentlich das Schweißgerät kaufen wollte von der Firma Stahlwerk, aber das nicht mehr lieferbar war und ich wollte jetzt Keens für 400 Euro kaufen. Ja. Und bei meinem Kanal wird die Firma Stahlwerk Teufel tun, mir so ein Gerät zu sponsern. Ja. Habe ich hier noch so eine Schweißecken gekauft. Die Schweißecken sind halt dafür da, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas winklig machen willst oder mit 45 Grad oder so,
dass du dein Blech dann nur anbringen kannst. Ich meine, das ist ja beim PKW nicht so notwendig, um da irgendwas winklig zu schleifen oder zu schweißen. Winklig zu schweißen. Aus dem einfachen Grund habe ich die einfach bloß gekauft erstmal, wenn ich jetzt ein Blech einsetze, damit mir das nicht reinfällt. Verstehst du? Also du hast jetzt ein Loch drin im Schweller und du willst ja jetzt ein Blech einsetzen und vorher anpunkten. Kann es ja sein, du kannst es ja nicht festhalten, das fällt dir ja darin, verstehst? Und dafür nimmt man halt solche Magnete. Gut, dann machen wir mit den Rüsten weiter. Mit dem Gerät an sich. Übrigens ist hier auch so ein Helm dabei, so ein, ganz höchstens ihn in der Hand drücken, der daneben steht. Verstehst du? Also deswegen habe ich mir noch einen extra Schweizer Helm gekauft. So, haben wir hier noch eine Drahtbürste und einen Schlackerhammer. Und halt da zum Festhalten. Also deswegen, wie gesagt, einen eigenen Schweißerhelm. Gut, ich vermute mal, wenn man kleine Sachen damit macht, dann wird das auch funktionieren. Ne? Also ich bin jetzt da voll der Dinge, die da kommen. Also gespannt, man das auch dafür nehmen. Hier ist also das sogenannte Schweißgerät. Ich weiß, dass das jetzt nicht das teuerste war. Und ich weiß auch, dass man damit keine Profiarbeit machen kann. Aber ich möchte nur am Auto mal ein bisschen Blech zusammenschweißen. Und die Amazon-Rezensionen haben gesagt, dass das völlig dafür ausreicht. Und das ist ein Gerät jetzt hier von der Firma FDS, MIG 130, denke mal, das wird 130 Ampere. Und damit kriegst du Bleche zusammengeschweißt. Definitiv. Was hier sicherlich an dem Gerät ein ganz großer Nachteil ist, du kannst die Schläuche hier nicht wechseln, wo der Draht durchgeht. Das ist nicht wechselbar, das ist hier fest. Zum Beispiel bei dem Stahlwerkgerät konntest du das alles einzeln tauschen. Musstest du ja auch, weil du ja Plus und Minus vertauschen musst. Ne? Das geht bei dem Gerät zum Beispiel nicht so. Hier hast du normal On-Off, Minimal, Maximal, Stufe 1 und 2. Also da muss ich dann auch erstmal wieder gucken, in welcher Konstellation ich das Gerät einstelle. Gucken wir doch mal drin, was hier noch alles drin ist. Hier haben wir ein Schweißdraht drin. Den Griff, den musst du natürlich erst anbauen. Hier haben wir noch ein paar Düsen drin. Der Griff sieht aus wie von so einem Trabi, also von einer Trabi-Tür. So, hier haben wir wie gesagt noch ein paar Düsen drin, ein bisschen Material, ein bisschen Federmaterial. Eine Bedienungsanleitung in Englisch. Naja, sollte uns jetzt nicht abschrecken, ne? Oder? Eine Sicherung und noch eine Sicherung. Warum da so viele Sicherungen mit bei sind, ist mir auch ein Rätsel. Hier kommt der Schweißdraht drauf. So, das ist ein Lichtstromgerät. Also steht jetzt hier jedenfalls hier drinnen. Also steht hier drinnen, Lichtstrom hast bis 240 Volt. Dann kannst du eine Schweißdrahtdicke nehmen bis 0,9 mm. Wie gesagt, ich bin ganz toll gespannt, weil ich der absolute Anfänger mit sowas bin. Und überhaupt keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Ne? Man sollte sich ja nicht immer so hinstellen, als könne man nicht, aber man soll doch mal ehrlich sein. Ne?
was mich dann auch ganz toll interessiert, ob hier die Sicherung rausfliegt. Also für mich, der noch nie mit so einem Gerät gearbeitet hat, liegt das eigentlich relativ gut in der Hand. Und wir versuchen jetzt mal diesen Schweißdraht hier durchzufädeln. Und ich würde dafür die mittlere Düse rausnehmen, aus dem einfachen Grund, da kann sich eventuell der Schweißdraht sonst drin verhaken oder könnte sich drin verhaken. Sehr lobenswert ist eigentlich dieses dicke Kabel, was hier dran ist. Und was auch aus 1,5 Quadrat und was auch aus so einem silikonhaltigen Material ist. Das ist ja nicht steif und bricht. Ne? Hast ja sonst bei manchen Maschinen, die du, ich sag mal, die kaufst, hast ja einen totalen Mucks, die brechen dir dann irgendwann. Ne? Also wir haben jetzt hier ungefähr 5 Grad und das ist relativ flexibel. Leute, Kommando zurück. Bedienungsanleitung ist auch in Deutsch dabei. Sorry an die Firma. Aber viel steht trotzdem hier drin. Ach so, wenn sich dieser Draht, ne, abwickelt, braucht er den nicht mehr aufwickeln. Das macht keinen Sinn. Das kriegst du nicht mehr hin. Weil hier könnt ihr mal einen absoluten Amateur zugucken. So, das Infädeln gestaltet sich irgendwie schon ein bisschen schwer. Die Frage ist, wie stramm macht man das jetzt fest, ne? Also das darf ja auch nicht rutschen und hier ist ja auch der Antrieb drin, ne? So, schalten wir das Gerät mal ein. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Hier vorne hast du mehrere Schalter dran, wie gesagt, an und aus, ne? Überhitzung. Drahtvorschub, so wie es aussieht, hier an dem Regler. Minimal, maximal, da muss ich nachgucken, was das ist. Und du hast 1 und 2. Also für diese Schalter ist hier keine Erklärung dran. Das muss man halt probieren. Das Problem ist, für den Amateur ist das absolut nicht zu gebrauchen. Ich bin ja so ein Amateur, verstehst du? Und ja, muss man halt schauen. So, jetzt drücke ich mal hier rauf und dann schauen wir mal, ob das, der Draht hier rauskommt. Ja. Da ist es. Jetzt können wir die Düse wieder rauf machen. Wie gesagt, das macht sich wirklich besser mit dem Durchfädeln. Da bleibt es da hinten hängen und dann hast du den Salat. Gut, soweit ist das Gerät zusammengebaut. Ich würde sagen, meine ersten Schweißübungen werde ich immer alleine machen. Und werde euch dann später zeigen, wie das Ganze funktioniert hat oder überhaupt und ob es kaputt gegangen ist oder wie auch immer. Also ihr habt ja jetzt gesehen, dass wir das hier durchgefädelt haben und so weiter. Ne, das klappt eigentlich schon ganz gut. In der Regel wissen wir ja ungefähr, ne, wie das funktioniert. Ich werde mich dann nochmal beschäftigen, was die Schalter da bedeuten. Ne? Und wie gesagt, das ist nur was für den Hobbybereich, also nichts Profi oder so. Also vielleicht kann man da auch Profi-Arbeiten mitmachen, weiß ich nicht. Aber einen Hochseedampfer kannst du damit sicherlich nicht zusammenschmeißen. Und jetzt nochmal kurz in eigener Sache. Abonniert doch einfach den Kanal oder lasst mal einen Kommentar da oder Daumen hoch, Daumen runter. Ne? Das wäre sehr nett. Und wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, da unten in der, da habe ich eine Amazon-Wunschliste, da könnt ihr mal reingucken. Oder halt eine AKF-Wunschliste, ja, für die weitere Restauration des KR50. Wer möchte, kann sich da einen Monat dran beteiligen. Ne? Gut, alles klar. Ich wünsche euch was, ich sage erstmal danke, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war nicht arg so langweilig. Das war die kleine Überraschung, die ich angekündigt hatte. Gut, in diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss und danke fürs Zusehen.